Ja, herzlich willkommen im Car-Technik-Channel. Heute dritte Bremsleuchte ersetzen beim Ford Fiesta MK5. Warum? Vielleicht Bähnchen kaputt, ihr wollt das erneuern, neue Bähnchen rein oder ihr wollt ein neues drittes Bremsleuchte einbauen, wie auch immer. Oder es kommt kein Spritzwasser hier raus, weil der Schlauch nicht angesteckt ist. Wie auch immer, ich zeige euch jetzt, wie ihr die dritte Bremsleuchte am schnellsten und saubersten rauskriegt. Ist bei dem Modell sehr einfach. Was ihr natürlich als erstes machen müsst, von hier außen passiert gar nichts. Das heißt, ihr müsst den Kofferraum einmal aufmachen. Und dann habt ihr hier oben, ich hole euch mal ein bisschen näher ran. So, und zwar habt ihr hier zwei Kunststoffpropfen. So, die müssen einmal raus. Und die geht ihr einfach zwischen. Die sind aus Gummi. So sehen die aus. Das Ganze zweimal. So, und dann haben wir jetzt hier drin, und dann habt ihr hier drin so zwei Spannklammern. Das heißt, da sind keine Schrauben oder was drin, die ist quasi gesteckt. Also quasi durch Klammern wird diese auf Spannung gehalten und ist halt in der Führung drin. Was wir jetzt am besten dazu brauchen, ist ein Schlitzschraubendreher mit einem langen Hals. Und dann geht ihr damit am besten hier zwischen rein, fahrt ein bisschen hoch bis zur Bremsleuchte und dann habt ihr hier dann Klammern drin und dann ein bisschen mit Spielen vorsichtig. Gleich im ausgebauten Zustand kann ich euch das natürlich zeigen, habt ihr einen riesen Vorteil. Dann wisst ihr, wie es nämlich dahinter aussieht. So, einmal leicht drauf drücken, direkt vor der Klammer vorfahren und dann habt ihr den draußen. So, jetzt machen wir Kofferraumdeckel einmal wieder zu. So, und dann ist die hier aus der Führung schon raus. So. Und dann könnt ihr euch die hier vorziehen. Wichtig, ihr habt jetzt hier euren Schlauch für Spritzwasser. Den könnt ihr jetzt einfach runterziehen. Und dann habt ihr hier euren Stecker. So, Stecker, drücken, rausziehen und dann habt ihr eure dritte Bremsleuchte in der Hand. So, und jetzt seht ihr hier, da ist das Bähnchen drin. Das könnt ihr jetzt einfach nehmen, könnt euch das rausziehen. Das ist ein Glassockel. So, und so sieht eure Birne, sieht die quasi aus. Ja, das ist ein Glassockelbirnchen. Ich meine 16W. Ja, so wisst ihr schon mal direkt, wie die halt, was da für eine drin ist. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz mit den Klammern, damit ihr wisst, was ich meine, zum Rausholen. Und zwar, ihr habt eure dritte Bremsleuchte. Ihr habt die ja so quasi drin. So, und wenn ihr von unten mit dem Schraubendreher reingeht, ihr drückt quasi auf diese Klammer, drückt ihr hier drauf. Auf die hier. So, und die ist dann da eingerastet. Und dann braucht ihr nur drauf drücken, leichten Schlag an den Schraubendreher, dass dann quasi durchgeht, dass sie rauskommt. Und andere Seite habt ihr genau die gleiche Klammer. Ist ein bisschen tricky, aber es funktioniert. Ja, das war's jetzt schon wieder. Ihr wisst jetzt, wie ihr eure dritte Bremsleuchte repariert. Und wieder vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Mini Domon. Dankeschön.